Unser Gehirn deutet in einer Tour die Signale der Umwelt und was passiert in unserem limbischen System. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder ist unser Gehirn schaltet den Belohnungsmodus. Das heißt, wir freuen uns, wir sind voller Energie, Kraft, gehen aus uns raus und wollen jetzt endlich am Leben teilhaben. Oder wir gehen halt eher, das Gehirn geht eher in Bedrohungsmodus. Ja, und da haben wir drei grundlegende Strategien. Und das ist Angriff, Flucht oder Todstellen. Und wenn ich so ins Business schaue, ist mir dieser Bedrohungsmodus durchaus oft offensichtlich. Weil wenn ich in so ein Meeting manchmal reinschaue, das ist ja meistens nicht so, dass das beglückende Momente sind, wo die Leute sagen, ach, schön, dass ich wieder mal in einem Meeting bin. Also wenn ich sehe, dass manche schon fast furchtbar den Tisch kratzen, ja, weil sie irgendwie angespannt sind, weil manche Menschen nicht vorbereitet sind, oder andere letztendlich mit dem Handy unter dem Tisch dort sitzen und quasi schon im Fluchtmodus sind. Oder die dritten, wo man das Gefühl hat oder sich im Nachhinein fragt, war die Person eigentlich anwesend, hast du die gesehen, also schon im Todstellmodus ist, dann ist es einfach so, dass unser Gehirn im Business sehr, sehr, sehr oft quasi in den Bedrohungsmodus schaltet. Und das können wir oft nur regulieren, wenn wir Momente der Ruhe einbauen. Momente, wo unser Geist, unser Bewusstsein einfach nicht abgelenkt ist. Und das ist aus meiner Sicht ein ganz, ganz wichtiger Aspekt für Führungsstärke. Führungsstärke kann Führungsstärke kann nur in uns entstehen. Und zwar durch eine Form von innerer Kraft und dadurch, dass wir letztendlich aus meiner Sicht damit beginnen, uns wieder mit uns selbst zu beschäftigen und Phasen der Ruhe einzubauen. Und ich habe eine kleine Übung, die ich mit euch direkt machen möchte, damit es nicht nur ein Vortrag wird, sondern letztendlich auch eine praktische Einheit. Und ich möchte euch was zeigen, was ihr auch im Business immer machen könnt. Und zwar hat jeder Mensch von uns drei Wahrnehmungszentren. Das ist einmal Kognition, also unser Kopf, Gedächtnis, unser Verstand. Einmal das Thema Emotion, unsere Gefühle. Und das dritte Zentrum ist eigentlich dann der Körper, also Körperprozesse, Atmung, Spannung im Körper, Entspannung im Körper, Wärme, Kälte, Hitze, alles drum und dran. Und ich möchte euch eine Übung zeigen. Das ist eine Form von Achtsamkeitsübung, die zum einen in die Ruhe bringt, aber die zum anderen auch hilft, mehr wahrzunehmen, was in diesen Zentren vor sich geht. Und anschließend will ich euch noch eine kleine Technik dazu zeigen, wie ihr es schaffen könnt, durch ganz leichte Bewegungen euer Gehirn sanft vom Bedrohungs- in den Belohnungsmodus zu schieben. Also das ist eine Übung, dauert vielleicht maximal 5 Minuten, die immer wieder helfen kann, wenn man unter Stress ist und wenn man sich als Führungskraft immer wieder neu ausrichten muss. Ihr könnt es mit offenen oder geschlossenen Augen machen, so wie es euch am liebsten ist. Idealerweise, also ich mache es jetzt praktisch, stellt ihr die Füße nebeneinander. Ich schließe dabei mal die Augen ganz kurz, weil es für mich leichter ist. Und wir beginnen das Ganze, indem wir dreimal ein- und ausatmen. Und ich empfehle, den Ausatmen immer länger zu gestalten als den Einatmen. Und dann gehe ich mit euch die drei Zentren durch. Also ich fange jetzt an. Mit dem Ausatmen mal ganz bewusst im Hier und Jetzt auch ankommen. Wenn ihr jetzt dreimal ein- und ausgeatmet habt, dann bitte ich euch mal eure Aufmerksamkeit auf euren Verstand zu richten und einfach mal zu beobachten, welche Eindrücke des Tages dort vorherrschen, welche Gedanken vielleicht vorherrschen, welche innere Bilder aus den Vorträgen vielleicht bisher oder des Tages, einfach nur mal beobachten. Also das heißt, in eine beobachtende Position gehen und schauen, was da vor sich geht. Um dann weiterzugehen zum Gefühlszentrum und mal wahrzunehmen, was ihr fühlt gerade, wie es euch geht. Oder wie ihr gestimmt seid.
Und für manche wird es vielleicht ganz leicht sein, aber für manche auch mehr in die Richtung geht, dass man sagt, mir geht es gerade gut, passt. Und andere können das sehr differenziert. Um dann zum dritten Zentrum zu gehen, zum Körper, dann einfach mal wahrzunehmen, wie es euch gerade körperlich geht. Also mal fühlen, wie die Füße am Boden stehen. Mal über die Beine zum Po gehen. Und da wahrnehmen, sitzt ihr mittig, mehr rechts, mehr links. Dann über die Wirbelsäule nach oben gehen, mal die Schultern wahrnehmen. Um dann zum Atem zu gehen und einfach mal wahrzunehmen, wie ihr atmet. Auch das bewusst zu beobachten, atmet ihr mehr in den Brustraum oder mehr in den Bauchraum oder nutzt ihr beide? Und dann bitte ich euch mal wahrzunehmen, einzuschätzen auf einer Skala von 0 bis 10, wo 10 das Maximum ist und 0 das Minimum. Und 10 bedeutet, dass ihr wirklich stimmig sitzt, so dass ihr das Gefühl habt, so wie ihr sitzt, seid ihr voll in eurer Kraft, fühlt ihr euch richtig wohl, geht es euch richtig gut. Und da mal einzuschätzen, wie ihr jetzt gerade sitzt auf dieser Skala von 0 bis 10. Und manchmal ist es so oder oft in Seminaren, ich mache sowas auch mit Bankern oder sogar mit Vorständen zum Teil. Und bei den meisten ist es dann immer so 5, 6 irgendwo, manchmal auch 4. Und dann bitte ich euch mal einfach in euren Organismus, in euren Körper reinzufühlen, um mal auszuloten, welche kleine Form von Bewegung und Veränderung der Haltung, Veränderung der Schultern, vielleicht auch Veränderung des Atems, kann euch helfen, den Skalenwert leicht Richtung 10 zu verschieben. Und wenn ihr das austestet und macht, dann werdet ihr merken, das ist die Rückmeldung in den Seminaren, dass sich oft ein besseres Gefühl einstellt. Der Körper wieder entspannter ist und sich ein besseres Gefühl einstellt. Und wenn ihr das habt, einfach wieder die Augen öffnen, am Seminar weitermachen. Und das ist zum Beispiel eine Grundübung, die ich mit Führungskräften fast immer mache, also immer regelmäßig. Weil sich solche Dinge einfach sehr leicht in den Alltag übertragen lassen. Weil jeder hat im Alltag die Möglichkeit, mal 5 Minuten sich Zeit zu nehmen, um mal zu schauen, was denke ich, was fühle ich, wie geht's mir, wie sitze ich, was könnte ich denn in meiner Sitzhaltung ändern, das mir gut tut, ach Mensch, wenn ich so sitze, dann merke ich, es baut sich wieder mehr Kraft in mir auf, es baut sich wieder mehr Energie in mir auf und letztendlich gibt es mir mehr Fokus wieder. Also das heißt, im Umkehrschluss, also bewusste Phasen der Aufmerksamkeit und Achtsamkeit auf innere Prozesse hilft immer wieder runterzukommen, sich zu fokussieren und einfach auch wieder einen klaren Kopf zu haben.